ist so gut. Oh mein Gott, Kathleen, du hier. Boah, ich kann es nicht fassen. Machen wir aber die Roomtour. Oh mein Gott. Ich grüße euch zur Roomtour. Ich wollte so eine Roomtour machen, Verotix und Trimax, falls wenn du umziehst, irgendwas Dummes machen und aufnehmen und gucken, wie es aussieht. Ja, ist eigentlich easy, ne? Also direkt, wenn man reinkommt, links ist die Müllecke. Zum Beispiel hier. So ein kaputter Gandalf-Stab. Den habe ich damals als Cosplay benutzt, ist kaputt gegangen. Ich habe den damals mit so Heißkleber versucht zu fixen. Ganz schrecklich. Aber zum Beispiel Glamdring. Ups. Glamdring. Strong. Immer noch mächtig, immer noch nice. Und auch so Gandalf-Cosplay. Ist alles hier hinten entstanden. Auch mal so Putzartikel. Dann hier geht es in den Flur rein. Look at this. It's beautiful. Dann habe ich hier so Fußabtreter-Ding mit Schuhen. Super. Das ist mein Stil, der neue Secret App-Share, wenn wir umziehen. Dann werde ich ihn aufbauen. Also, das ist irgendwie umziehen, wenn ich umziehe. Dann werde ich ihn aufbauen. Und hier ist Bart. Beautiful. Ich habe kein Fenster, es stinkt. Kann den stinkt, sag, ob es stinkt. Es stinkt nicht wirklich. Warum tust du jetzt so, als wärst du nicken mit der Kamera? Ja, russische Kronleuchter, ne? Immer strong. Dann die Badewanne. Ich mache ein bisschen mit der Pinzette in den Drain reingehen und so Staub raussuchen. Weil da so viel Staub drin ist, dass es so verstopft. Wirklich. Anyway, dann habe ich hier noch so eine geile Aatrox gegen Pantheon. Es hält auch, das ist das Ding mit den Bildern, da kommen wir noch später zu. Aber das hier, das hängt, das hält. Das hält ja auch schon seit Jahren. Hat es so oder so noch irgendwas angeklebt und es hat noch Klebrückstände davon, aber das geht doch nicht weg. Naja. Und hier, Fußboden, selbst verlegt tatsächlich. Zoom's auf mein Gesicht dran. Oh. Ach so, ja, es gab einmal ein Coaching mit Maxim und mit Steffen und darauf hat Maxim dieses Bild geschenkt. Story war. Also ich sollte theoretisch niemanden coachen, einen jungen 16-Jährigen, aber Mastercard war der Partner und es war erst ab 18. Deswegen durfte der nicht gecoacht werden, sondern sein Vater und der hatte gar keinen Bock drauf. Dann kam der aber trotzdem an, weil er meinte, ja, Mastercard zahlt halt Hotel und Anfahrt und er geht dann morgen härter gucken im Olympiastadion. Freut er sich sehr drauf, dann musste ich ihn trotzdem coachen, Nico, das war sehr seltsam. Naja, anyway, das ist nur eine Kittelmaske, die ist cool. Mega cool. Das ist schon mega cool. Kathleen, schon cool. Sag, dass cool ist. Warum? Anyway, ich hatte einmal ein Schlafzimmer eintreten, wundervoll. Ich hatte Sola so Boden, also er hatte so Teppichboden drin. Und zwar mit sehr vielen Katzenhaaren, deswegen war das nicht lebensfähig für mich. Deswegen habe ich dann mit meinem Onkel gemeinsam den Boden verlegt, als wir eingezogen sind, als ich eingezogen bin vor 3 Jahren. Hier ist ein Spiegel, sehr staubig, aber ne? Da ist ein Schrank. Mach auf! Ist halt der Schrank so, weißt du? Da ist halt diverse Sachen drin, unter anderem halt zum Beispiel Merch. Ist da drin, ne? Also hier zum Beispiel Tolkien-Merch, ist noch nicht online, aber Merch. Dann oben drin ist auch noch mal ein bisschen, also ein bisschen Merch. Unten hier haben wir so, ach ja, ha, Merch. Und ach ja, noch mehr Merch. Und so eine Krawatte, nicht schlecht. Also ein bisschen Merch im Schrank und natürlich, ja, das Bett ist auch sehr multifunktional. Ich habe damals das Kopfstuhl nicht kaufen wollen, weil ich keinen Bock hatte, das braucht man halt nicht in der Useless. Und dann hast du halt so da unten drin so Sachen, unter anderem halt, ja, so Merch. Und dann hier drüben, wenn man auch denken, wenn du ein extra Kissen brauchst, eine extra Decke oder so. Aber vor allem halt, oh guck mal, Fnatic Merch. Oder hier MSI Merch. Oder hier Maxim Merch. Ja, nicht schlecht. Und dann habe ich halt so einen Eichentisch, den mein Vater vor 4 Jahren geschenkt. Da ist dann auch primär halt so, so Merch drauf. Dann gehen wir weiter. Ach ja, den Fernseher, den habe ich mir damals geholt, als ich noch in einer Beziehung war und habe ihn seit Jahren, seit Monaten nicht angehabt. Weil ich weiß nicht, ich habe darauf mal regelmäßig hingeguckt, aber es ist einfach useless alleine. Weil wenn ich im Bett liege, schlafe ich eigentlich meistens. Ja. Wie weiter? Ich lebe aus meinem Geschirrspüler. Ich räume den nicht aus, weil es scheiße. Ist ja sauber, kann man aber rausnehmen. Und ich habe noch nie irgendwas hier reingefüllt, was irgendwelche Salz angeht, aber das können wir später besprechen. Hier sind eine Menge leere Lutentang-Gläser, ne? Die müssen noch weggeräumt werden. Kathleen hat mir gerade eben eine Kasse aus London geschenkt. Look. Nee, der Ringetasse. Danke, Kathleen. Wirklich. Das ist voll cool. Das ist wirklich cool. Aber der wichtigste Schrank im gesamten, in der gesamten Wohnung, ne, der ist jetzt ja nicht hier. Der Schrank ist nämlich mega OP. Wisst ihr, was da drin ist? Das kommt der Löwenanteil. Mit so Chili Vegano, Sweet Chili, Chili Chipotle und geilem guten Stuff. Auch Reis, ein bisschen Müsli und so mit drin. Und Kathleen, wenn du hinten anfasst, ne, merkst du richtig, dass es richtig warm hinten. So, meine Nachbarn heizt aber für mich mit. Not bad, oder? Alter, übel nice. Das ist schon mega nice. Wisst ihr, was auch nice ist? Am 10. ist Tag der Hülsenfrüchte. Bis zum 18.02. gibt es 15% Rabatt bei Löwenanteil. Mein Code. Seid in DMs, guckt gerne vorbei. Ich esse schon seit Jahren mit halt Reis, Nudeln und allem möglichen, wie ihr auch vielleicht in der Wohnung sehen konntet. Ist nice, ist lecker, schnell gemacht. Für jede Win-Challenge der beste Freund, wenn du Energie brauchst. Und damit Rabatt bis zum 18. reincashen. Sogar. Tolkien? Ja? Magst du mir mal einmal zeigen, wo man Salz in der Geschirrspülmaschine ein... ich hab keine fucking Ahnung. Links da irgendwo, da so. Ich hab's noch nie in meinem Leben gemacht. All in one. Das funktioniert. All-in-one Kathleen. Das ist wie mit Frauen und ihrer hier, wenn du duschen gehst. Männer haben so alles in einem fürs Auto, für das Fenster putzen, für deinen Kopfhaut. Mann, nee, brauchst du nicht. Ja, dann gehen wir weiter ins Wohnzimmer, ne? Wäscheständer. Mit unter anderem halt so Merch. Oder hier ist auch noch ein bisschen Merch. Ja, ja, und auch meine Unterhosen habe ich. Ah, nee, da sind auch Unterhosen drauf. Das ist der größte Scheißpunkt der Wohnung.
Dann der Wintergarten. Das ist der Wintergarten. Und der Wintergarten ist voll kacke. Deswegen ist jede Wand schräg und du kannst da nichts damit machen. Da kann man reingehen. In anderen Tagen war noch Gym-Toy. Hast du genug Licht, soll ich da machen? Man könnte hier theoretisch ganz gut drin lesen und auch Pflanzen platzieren, aber das würde bei mir nicht überleben. Und lesen, Armin, kann ich auch mein Bett. Und hier, Kathleen, das ist die magische Ecke. Das ist. Willst du erstmal was Wichtigeres zeigen? Was soll ich sagen? Also es hängt schon seit vielen Monaten. Und es wird immer hängen. Ne? Also, ich find's krass, dass du es so tief angehangen hast. Warum fandst du schöner so? Ja, ich fand's geil, weißt du. Das sticht ins Auge. Weißt du, auch mal so gucken, wenn man auf der Couch sitzt, wie wirkt das dann? Wenn man auf der Couch sitzt, wirkt das sehr gut. Kann ich empfehlen. Hey. Ich hatte ja auch mal einen Fernseher, den habe ich auch verschenkt, weil ich ihn auch nicht benutzt habe. Das Bild ist viel einmal. Kann Traxi gerne den Clip einblenden? Ja, genau jetzt. Wir sollten den nächsten Drake fighten mitnehmen, auf jeden Fall. Da habe ich es einmal aufgehängt und dann wieder aufgehängt. Aber guck mal, das Bild dort hängt und das Bild dort hängt auch. Wieso hält das an der Wand nicht? Wieso nicht? Das ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt doch Sinn. Nein, hör auf dagegen jetzt. Das ist doch keine Ahnung, was du tust. So, mit Klebenägeln ist halt überall bloß nicht da. Ach ja, wir können auch weiter in die Ecke gehen tatsächlich. Hier ist nämlich so ein bisschen die Smart Home Hightech Ecke. Zum Beispiel, also, hier ist der Staubo Master 3000. Not bad. Und auch mein Router. Ohne den kann ich keine Miete zahlen tatsächlich. Damit finde ich mein Geld. Unter anderem. Und mein Erschlossroboter, mein bester Freund. Dass Kathleen immer noch nicht gearbeitet hat und mir keine Partnerschaft geholt hat, ist unverständlich. Wirklich, verstehe ich nicht. Also Tolkien, ich finde, wir brauchen da jetzt nicht schon wieder öffentlich zu drüber. Also das ist ständig so. Das ist das dritte Mal, dass ich mir das anschaue. Ja, auch egal. Auf jeden Fall hier ist noch mein Tobal Notebook, ne? Strong. Ich habe auch während Worlds, also habe ich ja meinen PC restreamen lassen, habe ich an meinem Notebook Meetings gemacht, auch eine wilde Zeit. Jetzt habe ich überlegt, ich könnte den YouTube-Stream auf dem Notebook machen in der neuen Wohnung mit Google und Internet. Und dann muss ich nicht die Tonspurentrennung machen, weil ich kann meinen eigenen Stream restreamen. Bänder und Sachen, die ich aus den verschiedensten LANs und Events habe, die ich irgendwie mal sammeln wollte und schon aufhängen, habe ich dann nicht gemacht. Und eigentlich esse ich hier maximal ab und zu, aber das sieht auch schon seit Wochen so aus. Also da ist eigentlich nie jemand drauf. Eigentlich esse ich auch am PC. Und da kommen wir jetzt auch hin. Überleitung, Alter. Die 3 Quadratmeter, wo die Magie entstanden ist, der Großteil des Miracle Runs, fast jeder Co-Stream, Solo-Q-Streams, Coachings, Castings, alles mögliche. War von hier, not bad. Gerade, was macht Basti da? Oh, guck mal, Basti, Minecraft, not bad. Ist ein bisschen wenig Platz jetzt irgendwie, auch gerade, weil ich habe noch mein Laufband hier, wenn ich halt Co-Streams mache und dann ein Laufband habe, muss ich das so hinrollen, ein anderer PC ist dort in der Ecke drin. Genau, und das ist eigentlich, das war es eigentlich auch schon. Mehr ist nicht zu sagen, das ist die ganze Wohnung. Hier ist basically mein Leben, diese Ecke ist mein Leben, so. Das ist, was ist. Das war es eigentlich. Mehr gibt es nicht zu sagen. Magst du noch was zu deinem Kabelmanagement sagen? Kannst gerne filmen, weil das ist das beste Kabelmanagement des Planeten. Ach, aber viel wichtiger als Kabelmanagement, actually. Hier hinten, das ist auch eine wichtige Story. Und so, man sieht ja, das Licht fällt direkt frontal ein. Und das ist nicht gut für die Augen. Man soll lieber parallel zum Fenster, nicht parallel, sondern, ne, man soll parallel zum Fenster sitzen. Das ist so von der Seite einfällt das Licht, nicht frontal. Sehen habe ich dann Bettlaken hingehängt, um das Licht aufzufangen. Und dann, das ist absurde, ich bin ja im März oder so eingezogen, es war schon recht warm. Und daraufhin habe ich dann immer mein Bettlaken, wenn ich Bettwäsche gemacht habe, habe ich halt am Morgen gemacht und war es nachts trocken, dass ich dann wieder schlafen konnte, weißt du. Und erst nach irgendwie 6 Monaten habe ich mir dann das dritte Bettlaken gekauft, weil das andere Bettlaken konnte ich ja nicht wegnehmen. Deswegen, aber ja, also ich hatte für ein paar Monate dann nur ein Bettlaken, aber es hat geklappt. Von daher, ja. Ach ja, der Stuhl ist auch ziemlich hinüber, ne. Ja, ist halt, ich habe ihn ein bisschen benutzt über ein paar Jahre. Hat seinen Job gemacht, hier ist die Ritze kaputt, hier auch. Das, manchmal findet man in der Wohnung so rennen, schwarze Stücke, ich weiß nie, wo es war. Da ist mir irgendwann angefallen, da ist einfach der Stuhl, der die Lehnpolster verliert. Hier ist auch schon der Mechanismus kaputt gegangen, dass du den Stuhl verschieben kannst. Du gehst nur in 2 verschiedene Positionen fest. Ich habe ja einen neuen Stuhl jetzt da und ich sag mal so, das hat ja funktioniert. Also man muss ja nicht Neues kaufen, wenn es noch funktioniert. Okay? Also ja, schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Was wird. Achso, das ist ein Poro, der mir geschenkt wurde. Der wurde zusammengecraftet. Ich glaube, wurde beim Red Bull Event mir gegeben oder bei der Gamescom. Dann habe ich hier noch so einen anderen Poro. Nicht Poro, Pipo. Ja, Pipi hat Penis gesagt. Scheiße. Der ist auch keiner nice. Der wurde mir auch geschenkt. Das ist echt cool, das mit dem Ending. Das hat mir Riot Games geschenkt. Das hat mir Riot Games geschenkt. Das ist ein Teil der Trophäe, die ich mir damals verdient habe. Das hat mir mein Bruder geschenkt. Das hat mir Riot Games geschenkt und das hat mir ein Stop geschenkt. Ich habe auch nicht voll Staub gewischt, das war erstaunlich sauber. Ich bin eigentlich gar nicht so unglücklich. Das sieht wahrscheinlich auch auf der Kamera nicht so schlecht aus. Guck, voll fein. Bei dir ist mehr Staub, sei ehrlich. Kein Kommentar, okay. Mehr gibt's gar nicht zu sagen. Also das war die ganze Roomtour. Aber hat euch gefallen, Einblicke gegeben und ich freue mich, es umzuziehen. Ich freue mich drauf, wird eine neue Erfahrung sein und vielleicht auch ein bisschen mehr Platz fürs Leben. Ne, ist ja auch nicht schlecht. Von der Aufnahme nicht benutzen, die das fuck mich ab. Ja, Itzi fuckt dich ab, mich auch, aber sag's ihm nicht. Ja, ich hasse ihn. Ich hasse ihn auch. Ich hoffe, er weiß das. Ja, das ist ja stinkt.